Meine sehr geehrten Ehrengäste, Gäste, Mitglieder, Freunde und Förderer der Ipstedt-Stiftung, liebe Kreistagskolleginnen und Kreistagskollegen, sehr geehrte Vertreter Dänemarks, Herr Generalkonsul Dr. Becker Christensen, Herr Jörg Jessen, sehr verehrte Vertreter der Bundeswehr, Herr Oberstleutnant Maas und Herr Oberstleutnant Frank, meine sehr verehrten Mitglieder des Stiftungsrates und des Vorstandes, ich darf Sie alle hier recht herzlich begrüßen.